Einen wunderschönen guten Tag aus meinem Atelier. Ich bin Albina Dvorzes, freischaffende Künstlerin aus Hannover, und heute zeichnen wir gemeinsam für Klein und Groß Ninja Grün in einem Kimono-Anzug. Und für uns ist es heute wichtig, wie fange ich an, wie zeichne ich sozusagen, damit die Proportionen stimmen. Deswegen habe ich bei meinem Zeichnung jetzt die Hilfslinien gelassen, damit wir gemeinsam Schritt für Schritt das zeichnen können. Zuerst ist das ganz wichtig, dass wir oben ein bisschen weniger Abstand nehmen und unten ein bisschen mehr. Das ist das, womit wir anfangen sollten. Danach teilen wir unser Blatt in zwei Teile. Das ist so der Schritt 2. Und ihr könnt euch überprüfen, dass ihr links und rechts guckt. Das ist mit dem Stift, ja, von Kante bis da, von Punkt bis zur Kante, habe ich die gleiche Abstand. Und ich kann auch dieses Abstand nehmen, nach unten gehen, wenn das stimmt. Das heißt, diese Linie liegt in der Mitte. Jetzt teilen wir unsere, also das, so groß ungefähr wird die Figur sein, und die Proportionen sind, dass es sozusagen Beine, Körper und Kopf, zuerst, damit es leichter wird, sollten wir das in drei Teilen teilen. Das ist dann 1, 2, 3. Zuerst teilt man das ungefähr, wie man denkt, und dann können wir uns überprüfen, wenn ich das jetzt so sehe, von unten nach oben, von diesem Punkt nach da und von diesem Punkt nach da, das wird dann so ein bisschen zu groß, dann muss ich hier dieses Strich ein bisschen nach unten schieben, weil da habe ich mich ein bisschen verzählt, ja, aber wie gesagt, am Anfang machen wir das wirklich nach Gefühl, und dann überprüfen wir uns 1, 2 und hier 3. Das ist jetzt perfekt, hoppala. So sind meine drei Hauptlinien. Die sind für mich sehr wichtig. So. Und das ist am Anfang, damit die Proportionen von Figur stimmen, brauchen wir diese ganz einfachen Schritte, damit es wirklich am Ende so aussieht, wie wir wollen. Ja? Da arbeiten wir heute mit Proportionen. So. Und bei diesen Ninja-Figuren, das habe ich da so extra gezeichnet, das wollte ich euch zeigen. Das ist diese untere Linie, das, was wir jetzt gemacht haben. Das ist diese zweite Linie hier. Dann ist das hier die dritte. Und dann nach oben. Und schauen wir mal. 1, 2, 3. Ja, das sind diese drei Linien. Ja, und wie wir sehen, dass der Körper und der Kopf, die sind ein bisschen größer. Deswegen brauchen wir hier für die Schulter von dieser Linie, so groß werden die Beine sein. Hier für die Schulter brauchen wir ein kleines Abstand dazu. Ja? Und für unseren Kopf brauchen wir dann, das ist Kopf und Körper, schaut mal, das ist dann von Gürtel bis zum Schulter, so, und von Kinn bis zum Ende der Kopf haben wir den gleichen Abstand, aber hier ist so ein kleines Aber, der Kinn sitzt genau in der Mitte von dieser Linie, das heißt, wir sollten diese Linie hier in zwei Teile halbieren, so, und dann von diesem Punkt nach oben genauso viel nehmen wir von da, das heißt, ich nehme diese Größe und setze das von diesem Punkt nach da. Das heißt, mein Kopf kommt bis dahin. Ja? Das sind unsere Proportionen. Nochmal. 1, 2, 3. Das sind diese drei Linien. Ja? Dann haben wir hier für die Schulter eine Linie zugezogen. Das ist so circa 1 cm in meinem Bild. Ja? Dann habe ich das gezeigt, ja, und je nachdem, wie groß euer Bild ist, dann kann man auch messen, damit ihr das versteht, wie viel das ist. Das ist so ein wenig, da kann man gucken, das ist 1, 2, 3, 4, 5, das ist ein Sechstel von diesem Teil, ja, habe ich noch dazu gegeben, ja. Und dann haben wir das geteilt, dieses Abstand genommen, und von diesem Punkt nach oben das gebracht. Ja, wenn ihr jetzt mit euren Kindern
zu Hause zeichnen. Bei diesem Schritt würde ich, liebe Eltern, euch bitten, dass sie bei den Kindern helfen. Wenn sie bei mir in der Schule sind, ab und zu kommen sie nicht so ganz gut klar, aber Übung macht der Meister. Je weiter wir, je mehr wir das machen, desto schnell versteht man, wofür ist das und was ist das. Deswegen, das bei diesem Moment bitte helfen. Und jetzt gehen wir weiter zu dem Kopf. Wir machen links und rechts zwei Striche. Und wir haben gesagt, es sollte symmetrisch sein. Das heißt, links und rechts sollte der gleiche Abstand sein. Und da kommt jetzt natürlich die Frage, oh, wie habe ich diese Schritte genommen? Das ist das jetzt so die Breite von Kopf. Ja? Die ist genauso groß, wenn wir dann so, das ist wie dieses Bein hinten. Oder, das ist natürlich, wie kann ich Bein machen? Wir haben Bein noch nicht gezeichnet. Das heißt, ich gehe lieber in die gucke bei der Kopf. Die Breite ist genauso groß wie die, wie sozusagen unsere erste Messung. Deswegen ist diese Linie ist ganz wichtig, die bestimmt die Breite von Kopf. Ja? Deswegen, ich nehme von diesem Punkt nach oben die Höhe, dann drehe ich das so rum und so habe ich meine Breite. Ich sehe, da habe ich hier einen Millimeter, sollte ein bisschen Millimeter da, Millimeter da. Das heißt, mein Kopf ist genauso breit wie der Abstand von hier zu dem Kinn. Ja, das ist unsere Hauptproportionen, die uns wichtig sind. Jetzt gehen wir weiter. Jetzt wird spannender. Das war so ein bisschen kompliziert. Wir ziehen diese Linie nach bis zu diesem Strich, ja? Und hier haben wir gesagt, da sind unsere Schulter, ja? Und jetzt gehen wir von da. Ich muss noch kurz gucken, wo unsere Schulter sind. Nein, das ist nicht unsere Schulter, das ist unsere erste sozusagen, diese 1, 2, 3. Die Schulter sind da. Ja? Und ab da ziehen wir die Striche nach unten und nach unten wird der Abstand ein wenig breiter. Ja? Das ist so parallel wäre die Linie so und wir öffnen das so ein bisschen nach unten. Und ihr seht, dass es nach unten ein wenig breiter wird. Und damit man sieht, ob das links und rechts der gleich breit ist, dann machen wir die Messung hier links und rechts. Das passt jetzt, ja? Diese Linien radieren wir ein bisschen weg. Und wie gesagt, bei diesen einfachen Formen hier, bitte euren Eltern, also da werden eure Kinder vielleicht um die Hilfe bitten, weil das ist so praktisch hier ein Quader. Dann haben wir hier so eins, der nach unten breiter wird und dann wird das nach unten noch breiter. Aber hier ist schon unsere Gürtel, das können wir schon feststellen. Hier sind unsere Schulter, ja. Und jetzt, damit wir nicht so viele Linien haben, können wir diese Linie ein bisschen wegradieren, damit wir nicht zu sehr... damit sie uns nicht irritiert. Sie hat uns geholfen, die Proportionen zu ziehen. Jetzt gehen wir weiter. Ja. Jetzt von da nach da ist das unser Kopf. Wir können das jetzt rein provisorisch hier schon so ein Oval machen. So. Aber wir brauchen jetzt von hier nach da, ich habe das jetzt extra gemacht, hier können wir auch schon so klein Dreieck hier machen, so, und dann werden die Schulter schon zur Geltung gehen. Und jetzt brauchen wir hier die Mitte finden, dann teilen wir das in zwei Hälften, zack und zack, in zwei Hälften geteilt. Und jetzt machen wir hier ein Oval, das ist die Maske von Ninja, ja, ein Oval. Dann machen wir hier, das ist das, dieses unsere Linie. Dieses Teil, was wir hier haben, teilen wir auch in zwei Teile. Ja, das ist auch gleichen Abstand, unten und oben. Und hier machen wir, zeichnen wir ein Dreieck. So. Ja, von dieser Linie nach unten
Und dann von oben bis zu diesem Punkt. Das ist aber hier keine gerade Linie, das ist hier so Halbkreis und Halbkreis. So. Und jetzt sollte das so den oberen Kopfteil, die geht dann sozusagen nach unten und die Maske, die sitzt auf den Kopf. Ja? Das heißt, damit das richtig so sitzt, machen wir Folgendes. Von diesen Punkten ziehen wir wieder ein Oval und so ein bisschen nach hinten. Ja, das ist so, die Linie geht weiter und wir ziehen das so leicht nach hinten. Ja, und hier sehe ich, das ist zum Beispiel, da bin ich hier ein bisschen zu stark nach unten gegangen. Es sollte hier so dieses schmales Abstand hier auch sein. Das heißt, diese Linie sollte bei mir auch ein bisschen nach oben kommen, damit wir da und da gleichen Abstand haben. Zack. Und die zwei Ovale verbinden. So sitzt die Maske schon sozusagen auf dem Gesicht. Ja. Und jetzt machen wir hier unten sozusagen, dass diese Maske hier im unteren Bereich jetzt auch schon so sitzt. Das ist der Kinn von Ninja. Und dann machen wir so, dass das hier auch die Maske schon so angezogen ist. Und damit es auch interessanter aussieht, machen wir auch ein paar Falten. Ja, dass wir das nach unten gehen. Und dann kleines Dreieck zur Seite, eine Linie nach unten. Und dann da guckt noch ein kleines Dreieck. Und der geht dann da so. Und auf anderer Seite auch so. Strich nach unten. Rausgehen, bisschen Schrägstrich und von unten noch ein Strich und nochmal so. Ja, das ist wichtig. Ja? Und wie ihr seht, am Anfang zum Messen ist das so ein wenig kompliziert, weil wir brauchen die richtige Proportion, aber danach geht ziemlich easy. Ja? Dann ist das schon so ziemlich einfach. Jetzt teilen wir diese Teil in zwei Teile und genau in diese Teil entstehen diese Eröffnung für die Augen, diese coole Schnitzel, ja, sozusagen, wo die Augen gucken. Dann machen wir Strich links, Strich rechts. Hier machen wir ein kleines Dreieck wieder. Oben machen wir auch so ein paar Ecken weg. Die können wir auch gleich wegradieren. Ja. Und dann zeichnen wir in die Mitte zwei Augen. Und wir machen erstmal dann solche Augenbrauen, die so ein bisschen böse gucken. Das ist doch Ninja. So. Und der andere ist ein bisschen nach unten. Und der geht dann so zur Seite. Und dann zwei Augen. Das sind zwei Kreise. Und damit Ninja schon sehen kann, können wir zwei Punkte machen. Und das hier so schwarz anmalen. So guckt er schon. Jetzt gehen wir weiter. Unsere Schulter. Ja. Und von Schulter gehen wir nach unten. Das ist der Körper. Was wir auch gleich machen können, wir können hier schon so ein bisschen einen Strich machen. Das wird so der Gürtel sein. Ja. Und hier, wo wir diese Linien hatten, da beginnen unsere sozusagen Hände, so die Schulter sind hier und hier die Hände, die wachsen dabei bei diesen Figuren ein bisschen anderes. Dann machen wir von diesem Punkt bis zu diesem Punkt so ein kleines, naja, wie auch Halbkreis. Ja, das ist keine gerade Linie, das ist so ein bisschen abgerundet. Und dann hier haben wir unsere Gürtel. Und von Gürtel machen wir nach oben noch eine Linie und die ist ein bisschen breiter als untere. Bis hier, die ist uns wichtig, dass bis hier gehen dann unsere Hände sozusagen. Wir machen, das ist auch mit Ellenbogen und so weiter. Dann machen wir hier aus der Mitte einen Strich ein bisschen zur Seite und dann Strich, so obere Strich ist ein bisschen kürzer und untere ist länger. So nicht ganz zu den Körper, sondern ein bisschen mit Abstand, ja? Und hier auch so.
Das können wir hier auch Linie machen, damit die Hände gleich groß sind. Ja, arbeiten wir mit dieser Linie von aus der Mitte bis zu dieser Linie und von diesem Punkt nach da. Nicht so ganz nah zu den Körper, weil das ist nur unsere Richtung. Und jetzt machen wir die Hände ein bisschen dicker. Das hier machen wir genauso wie oben, machen wir auch einen Strich, aber unten, das ist gerade, so. Und hier auch den gleichen Strich, so. Und jetzt machen wir zu den Körper zwei Striche, zack. Und hier verbinden wir diese zwei Linien, ja. Und auf andere Seite auch so. Nur auf andere Seite gehen wir so ein bisschen von hier, so. Und dann von da nach unten. Dass wir praktisch hier im Bereich von Ellenbogen die breiteste Stelle haben. Ja? Und das ist unsere Hilfslinie. Wenn wir die wegrendieren, dann seht ihr, ihr habt schon eure Händchen. Und hier auch so. Zack und zack. Wir verbinden beide Stellen. Und hier ein bisschen breiter. So, Hilfslinie wegradiert. So sind die Hände fertig. Und das ist natürlich, das ist so die Ärmel von Kimono, ja, von unseren Ninja. Und da drin stecken sie sich so, gucken dann so kleine Händchen. Zack und zack. Und dann machen wir zwei Striche, die sollten nicht so parallel laufen, sondern ein bisschen schräg. Zack. Und hier auch noch eine dazu. Und bei der Lego-Figuren, die sind dann nicht von beiden Seiten gerade, sondern von einer Seite ein bisschen abgerundet. Und das machen wir hier auch, damit sie so besser halten können. Ja? Und hier der gleichen Prinzip. Dann machen wir einen Strich, parallel dazu noch eins und oval und nochmal oval. Ja? Und diese Hilfslinien dazwischen können wir wieder wegradieren. So sind die Hände auch schon fertig. Ja? Und jetzt gehen wir natürlich weiter. Das ist unsere Mitte. Und diese Mitte ist ganz wichtig bei Ninja. Die hat also diese Kimono. Und genau hier in der Mitte zeichnen wir so ein, bei dem Gürtel, wo das so zusammengebunden ist, das ist dann so dieses Knoten. Ja? Da ist der Knoten entstanden, auch so Dreieck. Und damit wir das schon so ein bisschen betonen, können wir sehen, das ist dann schon unser Gürtel. Und er macht das auch hier so die Falten. Ja? Und hier in die Mitte, diese Hilfslinien, können wir auch schon radieren. Weil die werden wir im Körper nicht mehr gebrauchen. So. Und dass dieses Papier so weggewischte, könnte ihr einfach Watte, so dieses die Watte, Stück Watte nehmen oder Stück Papier oder ein großer Pinsel. Besser als wenn wir mit der Hand das wegwischen, weil dann entsteht Schmutz, ja. Und so ist das leicht weggewischt. So, dann gehen wir weiter zu den Füßen. Da haben wir unsere Mitte jetzt da. Und jetzt, das ist so, hier sollten zwei Beinchen kommen und wir haben gesagt, die sollten sich so ein bisschen, eine Bein kommt nach vorne, die andere geht nach hinten. Deswegen brauchen wir diese Hilfslinien, dass die Beine praktisch hier so ein bisschen schräg stehen. Ja, hier machen wir so, nehmen wir so kleines Abstand und unten nehmen wir die doppelte. Ja, das können wir uns auch wieder korrigieren. Wir haben hier so ein Schmal, das ist genauso wie der Gürtel. Und hier machen wir zwei davon, eins und zwei. Das heißt, hier mache ich einen Strich, der so gerade läuft. Ja? So, das ist hier ein Abstand sozusagen, genauso viel, so hier am Anfang genauso breit wie der Gürtel und hier so die doppelt. Ja? Diese Linie ist wichtig. Und hier, damit der Bein nach vorne kommt, machen wir den Strich praktisch so, so die Linien, die werden dann, so wenn man weiter die führt, dann kommt die Perspektive. Aber wir machen das heute ohne Perspektive, nur dass das so alles steht, dass es nicht so kompliziert wird. Dann öffnet sich so praktisch die Linie, ja? Dann geht sie so.
Und hier wird unsere Beinchen dann stehen, ja, das so nach vorne. Das würden wir auch nach vorne ziehen. Und die geht dann so, das ist, wenn wir so eine Linie von Ellenbogen nach unten ziehen, so, ja, genau da würden wir dann so der Beinchen nach vorne ziehen. So hier, zack, dann machen wir hier, dass die nach unten geht, so. Und dann, wenn wir die Linie nach oben ziehen, das zeige ich euch auch, ja, das ist dann hier so die Linie zur Ellenbogen. Und hier geht diese Linie so, wenn ich das hier so ziehe, das ist zu unserem Kimono praktisch, zu diesem Gürtel, ja. Das heißt, wenn wir das hier so ein bisschen Abstand nehmen, das sollte bis hier sein. Das ist so die eine Beinchen. Und die andere, die wird hinten von dieser Linie sein. Das heißt, hier machen wir eine Linie, die praktisch in der Richtung geht, ja, von dieser Linie nach oben. So, nicht viel, aber ein wenig nach oben. Und so werden wir zeichnen, dass ein Bein vorne ist und der andere Bein hinten ist. Und dann machen wir hier dann Stich so. Genauso breit wie da. Nur die vorne, die Beine, die vorne steht, die von Perspektive, die ist vorne und die ist optisch ein bisschen größer und die hinten optisch ein bisschen kleiner. Das heißt, wir machen die ungefähr so, dass das dazwischen genauso viel passt. Ja, das ist wieder die Hälfte. Und ihr seht, wir arbeiten heute ganz viel mit den Hälften. Und wenn ihr Lego-Figuren guckt, die sind dann so gebaut, ja. So, jetzt wird ein wenig, da sollten vielleicht auch wieder Eltern helfen, ja, weil wir haben das jetzt so gleich ein bisschen kompliziert genommen. Wir brauchen jetzt Folgendes. Das ist jetzt die vordere Teil von Beinchen und bei Lego-Figuren, die sind dann so quadratisch, ja, so wie die Radiergummi, ja. Wir haben so eine vordere Fläche und die Seitenflächen und jetzt zeichnen wir hier so die Seitenflächen, die geht nach hinten, aber nicht so ganz zu diesen Linie, zu dieser mittleren Linie, sondern ungefähr bis da. Das heißt hier so, ja, zack. Und dann die andere praktisch, damit die Perspektive kommt, hinten wird schmaler und dann brauchen wir da auch den gleichen Winkel. Das ist sozusagen, wenn wir die dann da so verbinden, dann ist das die untere Teil von Beinchen und die andere müssen auch so machen. Da geht der Schwung nach hinten. Dann haben wir die zweite Teil da. Hier einen Strich machen wir ein bisschen näher, also weniger. Und hier ist das auch gleich so. Und hier, so, wie gesagt, hier, wenn er mit kleinen Kindern zeichnet, dann werden sie eure Hilfe gebrauchen. Ja? Aber jetzt haben wir das fast geschafft. Jetzt ist das hier ist denn ein kleiner Teil von Gürtel. Hier machen wir eine Abrundung von hier bis dahin. Und hier machen wir eine Abrundung, dass es hier so von diesem Punkt nicht so ganz nach weit geht, sondern von hier. Und hier machen wir so. Und optisch würde ich das hier sogar noch ein bisschen weiter ziehen. Da fällt mir noch ein Stückchen. So. Würde ich hier das ein bisschen größer machen. So, dann steht unsere erste Beinchen. Ja. Und auf andere Seite machen wir das gleiche. Hier haben wir das schon das gemacht. Und hier von da bis zu diesem Punkt machen wir diese Abrundung. Und dann hier von Gürtel nach da. Ja, dafür waren unsere Hilfslinien da. Jetzt können wir das schon wegradieren. Ja, diese hintere Teile von Beinchen brauchen wir auch nicht. Jetzt sollten wir das nur verbinden. Wie geht das? Hier brauchen wir auch wieder diese Teil von hier nach da in zwei Teilen teilen. Unten und oben das gleiche.
das. Und hier die Linie, die sollte nicht gerade sein, weil wir haben gesagt, diese Beinchen, die kommt nach vorne. Da machen wir Strich ein bisschen so versetzt. Ja. Und hier kommt den Knick praktisch nach hinten und dann hier verbindet man die beiden zusammen. Ja? Und hier auf andere Seite, das ist eine Abrundung. Ja? Dann gibt es bei diesen Ninja, wenn man diese Figuren anguckt, das ist so ein bisschen Deko-Element, das ist von der Mitte bis nach da, kommt auch so ein, das ist so wie Verteilung von diesen Hosen, das ist so Deko-Element, der geht dann hier so in der Mitte. Und damit die Beine auch noch ein bisschen dreidimensioneller werden, dann machen wir das hier von unten bis zu diesem Strich ein. Oval sozusagen und von diesem Strich geht es dann da, praktisch geht es so, ja, damit unsere Beinchen, das ist ja der vordere Teil von Bein, wenn wir dann morgen das ausmalen mit Licht und Schatten, dann werden wir das schon sehen, dass wir das, wenn wir sagen, Licht kommt von vorne, dann machen wir hier heller, da dunkler, dann wird das auch nochmal interessanter sein. Und hier machen wir auch so, das ist dann hier, machen wir von oben, machen wir einen Strich so und von anderer Seite von da nach da. Ja, und das ist praktisch die vordere Seite, die hintere Seite und so steht unsere Ninja schon richtig auf dem Boden. Da fehlen nur noch die Schwerten und das machen wir, das geht richtig einfach. Das ist wirklich dann einfache Sache. Wir machen bei unseren Schulter hier, wo die Ecken sind, zwei kleine solche Abrundungen. Wir machen diese Ecken weg, ja? Und dann ziehen wir von dieser Linie nach da so ein, das ist auch so wie ein Bogen, ja? Hier und hier auch ein Bogen. Man kann sagen, das ist so wie Augenbrauen, das sind so zwei Bogen. Ja, so zur Seite. Und jetzt ziehen wir einen Strich nach oben. Und das ist hier so wie ein Dreieck. Ja, und hier auch ein Strich nach oben. Das sind so wie zwei Dreiecken. Und jetzt hier sollte eine Linie parallel zu dieser Linie laufen. Die geht dann so ein bisschen so. Und dann machen wir zack nach unten und jetzt wie bei Treppe, ein bisschen tiefer nach unten, noch ein bisschen tiefer nach unten und hier abrunden. Ja? Und andere Seite genauso. Die Linie, hier läuft die Linie parallel zur anderen Linie und dann nach unten und der zweite Strich ein bisschen tiefer nach unten, der dritte Strich noch ein bisschen tiefer nach unten und hier Abrundung. So haben wir sozusagen Flügel oder so, wo diese Schwerter sozusagen, wo die Ninja die Schwerter schieben. Ich bin da nicht so informiert, aber die Kinder aus meiner Malschule haben gesagt, die würden dann gerne Ninja zeichnen. Deswegen machen wir das und ehrlich zu sagen, das macht Spaß. Nur, wie gesagt, so ein bisschen Konzentration ist auch angefragt. So, und jetzt machen wir zwei Linien, das ist praktisch über diese Schulter, ja, nach außen. Das ist dann so eine Linie links und hier eine Linie rechts. Ja, da sind so unsere zwei Schwerten. Und die Schwerten haben auch so die Griffe. Deswegen machen wir jetzt hier einen Strich parallel dann so und da kann man auch gleich auf andere Seite machen, ja, das wird dann gleich beide, weil das ist die Wiederholung. Und das ist natürlich nicht nur ein Strich, sondern ist das auch so ein bisschen dicker. Und so haben wir den Griff von unseren Schwerten schon da. Und nach oben machen wir das auch, das ist sozusagen der mittlere Strich, ja, und genauso wie in Hand, das habe ich hier ein bisschen asymmetrisch gemacht,
So, dann machen wir das auch die Schwerte ein bisschen länger. Das ist ein bisschen zu kurz. Hier kleine Abrundung. Ja, und dann links ein Strich, rechts ein Strich. Und das Schwert in sich ist so ein bisschen schmaler. Dann die Hilfslinie in die Mitte wegradieren. Und das Schwert drin hat auch noch so Zickzackmuster. Zack, 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 zack. Und auf andere Seite auch so. Ja, dann haben wir dieses Schwert. Oben abrunden. Ein Strich links, ein Strich rechts. Das Schwert in sich ein bisschen schmaler. Dann die Hilfslinie ab, so wegwischen, ja, und dann dieses Zickzackmuster, zack, 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 zack. So, meine Lieben, ich würde sagen, für heute machen wir jetzt Schluss und morgen zeige ich euch, wie wir diese wunderbare Kimono noch dazu zeichnen und dann werden wir das mit grünen Aquarellstiften alles ausmalen mit Licht und Schatten. Und da zeige ich euch noch ein paar Tricks, wie man die Schattierungen macht, damit es richtig von hell zu dunkel wird. Und hier bei dem Kopf, bei den Rundungen auch mit Licht und Schatten. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend oder Tag. Machen Sie das weiter, wenn ihr Fragen haben, immer gerne. Und sonst können Sie eure Bilder bei mir auf meinem Account bei Instagram teilen, Dara Kunstschule, oder bei Facebook Dara Kunstschule. Abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal. Hier geht es Schritt für Schritt darum, dass wir Schritt für Schritt zum Traumbild kommen. Und das ist so geeignet, so wie in meiner Malschule. Ich arbeite mit verschiedenen Altersgruppen von 5 Jahren bis zum, die älteste Schülerin bei mir ist 85. Und so würde ich das hier verschiedene gemischte Techniken zeigen für kleine Kinder, für große Kinder. Und wenn ihr Interesse habt, irgendwas von mir zu lernen, dann können Sie mir schreiben, was würdet euch interessieren. Vielleicht drehe ich eine oder andere Video zu diesem Thema. Insoweit, alles Liebe und bis morgen, eure Dara.